So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Die Aufnahme jetzt könnte recht kurz, also nicht die Aufnahme, ja doch, die Aufnahme könnte schon recht kurz werden. Der Part wird natürlich ihre normale Länge haben, also so 1,5 Stunden. Ja, aber ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir diesen Schrein hier schon gemacht, den ich hier... Ich glaube, ich habe den nur geöffnet, kann das sein? Ja, dann müssen wir da noch reingehen. Ja, wir sind, glaube ich, irgendwie im Gerolengebiet. Ach ja, und wir haben festgestellt, dass die süchtig nach diesen Steinen sind, die da mit Miasma befallen sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir... Ja, hier waren wir definitiv noch nicht drin. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass diese Schlemmersteine verschwinden. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach, dass... Ah, okay, ich verstehe. Wahrscheinlich einfach, dass, ja, das Gestein wieder normal wird. Nicht so... Nicht so, wie es halt ist. So. Reicht das? Ja, easy. Warum heißt das runde Sache, wenn es um Brücken geht? Oh. Okay, was soll ich mit dem Ding jetzt machen? Also ich sehe viele Möglichkeiten. Das ist eine sehr lange Schlange. Ist das komplett zusammengelegt? Ja. Und ich kann es auch nicht trennen. Ne? Die sind richtig zusammen. Die sind nicht zusammengeklebt, deswegen kann ich die nicht trennen. Jo, das sieht voll wild aus. Hier irgendeine so eine Musik einfügen, so eine Schlangentänzer-Musik. Könnte irgendwie witzig sein. Okay, aber ich kann damit auch nicht nach links oder nach rechts. Ich kann das einfach nur... ja gut, aber dann verknüpfe ich das halt einfach so. Jetzt? Ich meine, jetzt drehe ich das dann hoch, oder was? Nee. Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich da gerade... Also ich probiere gerade nur so ein bisschen dumm rum. Das ergibt nicht wirklich Sinn, das weiß ich schon. Wohin fährt das jetzt, wenn ich das jetzt so mache? Sehr gut. Es fährt gar nicht. Okay, so fährt es nicht. Das ist doof. Ach so. Ach, das kann ich... Ah, das ist hier fest. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, die Brücke ist hier fest. Deswegen... Ja, okay. Dann ergibt das schon mehr Sinn. Ich habe nicht gesehen, dass die Brücke hier so... Das ist natürlich eine gute... Eine grundsätzlich gute Erkenntnis erstmal. So.
Also das ist ganz vorne, ja. Okay. Ich wüsste eigentlich nur, mit dem da vorne wollte ich es eigentlich kombinieren. Aber das funktioniert jetzt wieder nicht. Ja, das funktioniert nicht. Das ist ärgerlich. Weil so kriege ich dann nur... Ja. Ich find die Physik halt von dem Teil so cool irgendwie. Ich könnte damit jetzt einfach ewig rum... So, das wäre jetzt so ein typisches Objekt, ne? Wenn es das jetzt in echt gibt. Also solche Sachen gibt es ja in echt. Ich könnte damit ewig rumspielen. So, ich könnte damit einfach ewig rumspielen. Einfach so aus Spaß. Das ist halt dann irgendwie schon lustig. Ja, fast. Hat gut funktioniert. Aber also dann ist es doch aber fast schon richtig, was wir hier treiben. Nein, jetzt fährt er wieder weg. Ich raste aus. Papier. Du hörst halt wieder auf, dich zu bewegen. So. Hä? Genau, wo jetzt die Karte ist. Habe ich jetzt wieder vorne? Ich habe das vorne. Okay. So. Das Problem ist jetzt halt das... Ja, wobei, das sieht doch schon ein bisschen angenehmer aus. Warte mal. Kann ich jetzt nicht einfach hier... Ja doch, das könnte funktionieren. So. Wir schieben jetzt den in die Mitte rein. So. Und jetzt komme ich doch einmal hier hin. Ah, ich check. Jetzt habe ich gerade gecheckt, was ich machen soll. Ja, okay, komm, dann machen wir es jetzt noch. Wir machen es jetzt nochmal richtig. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, also es würde so funktionieren. Es würde so funktionieren. Aber ich habe gerade gecheckt, was ich tun soll. Und das zeige ich dann jetzt noch einmal vollständig richtig. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin doof. Alles gut. Ich bin doof. So, du kommst nochmal zurück. So, zack. Dann kommst du da drauf. So. Wo ist der Anfang? Hier. Der Anfang kommt hier ran. Der Anfang kommt. Der Anfang kommt. Ja, genau. Hier dran. Dann fährst du einmal los. Und baust mir hier eine wunderschöne Brücke. Genau. So. Wäre es jetzt, also so ist der gedachte Weg. Ne? So wie ich es gerade hatte mit dem Rüberspringen, hätte auch funktioniert. Aber das war der gedachte Weg. Sehr schön. Okay. So. Hier oben ist nichts. Ich dachte jetzt vielleicht. Oh, wait, was ist da drüben? Das scheint auch nichts zu sein. Okay. Ich muss ja nur noch nach Ton gucken. Aber hier scheint noch keine Truhe zu kommen. Okay. So, ja, es ist okay. Du kannst jetzt nicht wieder beruhigen. So. Jetzt kann sich theoretisch der mit dem verbinden, aber das ist ja auch egal. Oder halt nicht.
Das würde ganz kurz nur gehen. Hält das? Ah, okay, das hält nicht. Gut. Ist egal. So. Was soll ich jetzt hier basteln? Also jetzt habe ich ja keine Brücke mehr. Jetzt geht's. Die Brücke ist jetzt völlig. Wozu soll ich die überhaupt dann verknüpfen? Ist doch dann völlig wurscht. Ach, wahrscheinlich höchstens, wenn ich irgendwie das Teil hier verliere, dass der dann. Ah, aber ich kann. Ah, ich kann den hier näher hinsetzen. Ich kann wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich in der Mitte treppen, ja. Aber es wirkt so, als ob hier ein Stück dazwischen fehlt. Entschuldigung. Als ob da ein Stück dazwischen fehlt. Aber es ist jetzt ja auch nicht wichtig, weil ich brauche die ja nicht mehr, die Brücke normalerweise. Wenn ich den Kollegen jetzt nicht verliere, und das passiert ja wohl hoffentlich nicht, dann dürfte das alles egal sein. So, jetzt setzen wir den halt mal zusammen. Jetzt müssen wir doch schon ein vollständiges Pferd haben. Den halt auch mal noch dran. Jetzt dürfte das doch erst recht funktionieren. So. Wo fahren wir jetzt mal hin? Wir fahren einfach mal geradeaus. Das hat sehr gut funktioniert. Das war nicht, wie ich es erwartet hatte, dass sich dieses Ding bewegt. Wo ist der Anfang? Das war überhaupt nicht, was ich erwartet hatte. Ich will... Hallo? Ja, okay, aber jetzt wiederum... kann jetzt nicht einfach fahren, eine Runde, so... Scheint jetzt nicht so wirklich zu fahren, wie ich das möchte. Aber ich glaube, das liegt jetzt auch daran, dass sie in unterschiedliche Richtungen... Oh, ja. Ich muss auf die Pfeile gucken. Guck mal, die sind... Ja, das ist natürlich Quatsch gewesen. Die müssen natürlich alle in die gleiche Richtung gucken. Das habe ich nicht beachtet. So, guck mal, jetzt zeigen die immer noch nicht in die gleiche Richtung. Was habe ich falsch gemacht? Jetzt zeigen die in die gleiche Richtung. Die zeigen auch in die gleiche Richtung. Jetzt müsste das doch theoretisch funktionieren. Mal gucken, ob es sich jetzt wieder ganz komisch verhält. Wenn es sich ganz komisch verhält, schiebe ich es auf die Uhrzeit. Okay, cool. So, kannst du jetzt fahren wie so ein Auto? Yes. Ja, dann war das Problem einfach nur, dass ich halt dumm war. So, ist hier eine Truhe? Nee. Da ist auch keine. Okay, also bis hier dürfte ich keine Truhe verpasst haben, hoffentlich. So, ich will den Kollegen auf jeden Fall weiter mitnehmen. Das ist mal ganz klar. Aber das geht ja auch problemlos. Ich kann den mir jetzt ja hier hochholen. Okay.
So. So, da haben wir ihn schon. Oh. Sehr interessant. Habe ich den jetzt eingebaut? Kann ich die damit ein bisschen ärgern eigentlich so? Oh shit. Nice. Cool, man kann die damit killen. Gefällt mir. Ist hier die Truhe? Nein. Ich suche immer noch Truhe. Ich habe immer noch keine Truhe gesehen. Aber vielleicht kommt die auch noch. Ja, okay, das ist noch ein bisschen größer. Okay, das ist jetzt mal ein etwas größerer Schrein. Aber genau sowas habe ich ja auch gesucht. Da ist eine Truhe. Ja, das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Das war nicht, was ich wollte. Easy. Ach, jetzt, ich muss jetzt aber wieder was rauswerfen. Ja, okay, wir ersetzen den starken Konstruktbogen gegen den starken, den ich genutzt habe schon die ganze Zeit, weil dann ist der eh geschwächt. So, weil wenn ich das nicht mache, dann wird es hier nicht als Truhen angezeigt. Okay, sehr gut. So. Da ist schon ein fertiges Auto. Was ist das jetzt noch für ein Ding? Das jetzt dauert 3 Millionen Kugeln. Die alle hier rein müssen, oder was? Ach so, dann soll ich einfach nur schaufeln. Ich verstehe. Ich verstehe. Nein, ich will... Nein, ich will... Ja, so. So. Hat es jetzt an den Reifen gehangen? Okay, am Reifen ist er natürlich ungünstig. Nicht an Reifen. Kann der nur an Reifen? Ja, okay, der kann nur an Reifen. Der muss hier hinten ran. Scheiße. Ah, das ist doof. Ja, okay, komm. Dann nehmen wir das Auto, was schon da ist. Das funktioniert besser. Ich wollte mein Auto weiter benutzen, weil ich jetzt eine emotionale Bindung zu dem Auto entwickelt habe. Aber ich darf nicht. Dann nehmen wir das hier. Weil da ist es richtig rum. So, ja, und jetzt müssen wir halt nur noch das einigermaßen passend setzen. Dass der schön aufräumt. Und let's go. Okay, das reicht schon. Es mussten gar nicht alles sein. Es mussten gar nicht alles sein. Es mussten nur ein paar sein. Gut. Ich verstehe. Sehr schön. Das war ein längerer Schrein, aber hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen. Hat mir die Reifen ein bisschen näher gebracht. Es sind halt so Tutorial-Schreins gleichzeitig für diese ganzen Sonau-Bauteile, ne?
So. Okay. Jetzt haben wir aber schon fast die Hälfte des Parts durch. Na, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das ist natürlich jetzt alles nicht so gut. Es hat ganz schön lang gedauert. Aber gut, es ist, wie es ist. So. Ich habe allerdings jetzt auch komplett vergessen, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Ja, guck mal, die futtern alle den scheiß Stein. Ich brauche da gar nicht großartig hingehen. Da geht's eh noch nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich zu dieser einen Mine. Oh. Guck mal, hier ist überall. Ja, okay. Vielleicht räumen wir auch schon mal da unten auf. Ich habe übrigens jetzt schon Bedenken, dass der Yonobo dann der zweite Begleiter wird und ich hab so keinen Bock auf den da. Das ist so ein einfach nur nerviger. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ja, das ist so ein nerviger Charakter, wollte ich sagen. Haben die mich jetzt gecheckt oder was? Ach komm. Ach komm. Ja, die Musik hört nicht auf. Dann haben die mich gecheckt. Na gut. Ah, wobei, wenn wir Glück haben. Huch. Hört's wieder auf. Okay. Sind da Fässer zum Angreifen? Sind da irgendwo Explosionsfässer? Nicht so richtig, ne? Nee. Oder sind es Fässer? Die kann ich die Fässer. Ist es. Oh, Bruder, ich sehe so nix. Oh, guck mal, den haben wir noch gar nicht. Let's go. Ach komm. Wollte doch nur gucken, ob da Fässer sind. Ja, das sind Explosionsfässer. Sehr gut. Das Glutkraut fotografieren wir gleich mal mit. Ach, haben wir. Ach so, war ja blau, haben wir schon, ne? Ne, dann behalten wir das hier, das ist schöner. Da sind auch welche, sehr geil. Okay, von hier aus sollte ich die treffen. Hat nicht gut funktioniert. Mann! Ah, ich bin ja dumm, warum schieße ich keinen Feuerpfeil? Nice, die sind einfach mit in die Luft geflogen, die anderen. Sehr cool. Sehr cool. Okay, gehen wir in den Kampf. Wir haben genug Schaden angerichtet.
Oh, ich hatte keinen Angriff mehr. Ah, schade. Wow, ich war im Flurry-Rush und hatte nichts zum Angreifen. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm gewesen. Ja, komm hier. Kämpf mal mit der Lanze. Nice. Habe ich irgendeinen noch nicht erwischt? Oh. Sehr schön. Yes. Okay, das dürfte doch jetzt mal ordentliches Loot hier geben. Vor allem, ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch irgendwo was zum... Ja, siehst du? Da ist nämlich noch was zum Fotografieren. Sehr schön. Ich glaube, mehr haben wir nicht zum Fotografieren, oder? Sieht gut aus. Okay, sammeln wir mal alles ein. Dornenknochenlanze. Ach so, ist einfach eine normale Reiselanze mit einem Knochen dran. Ich verstehe. Okay, Bogen kann ich nicht mitnehmen. Okay. Oh, da liegt noch Stuff. Sehr schön. Das sind ja alles gute Synthesewerkzeuge. Nicht Werkzeuge, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr cool. Ah, hier liegt noch Zeug außenrum. Die ganzen Pfeile wollen wir natürlich auch mitnehmen. Noch ein Röstmarsch. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr nice. Ja, du kannst mich mal. Röstglutle. Ach so, weil der Pilz ver... Ja, okay, verstehe. Darum kümmert sich mein Vogel. Freund. So, was ist hier drin? Ein deutlich besserer Schild. Ja, komm. Ja, komm, ist egal. So, zack. So, die... Oh, es hat ihn getroffen, siehst du? Es hat ihn getroffen. So. Jetzt ist hier so ein bisschen Stuff. Kann ich da hinlaufen? Macht mir das Schaden? Wir werden sehen. Ja, aber das sieht man halt schon, ne? Ja, das ist typische Miasma-Fähigkeit. Okay. Aber ich kann nicht hin. Also, es nützt mir nichts. Okay. Ich will dich doch nur kurz fotografieren. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Okay, ja, aber es bedeutet, wir müssen zu der Mine. So, es hilft nichts. Wir müssen zu der Mine und zum... Oh, da oben ist sogar ein Schrein. Und am Schluss müssen wir wahrscheinlich dann in den Vulkan rein. Aber das sicherlich erst mit unserem Kollegen. Wenn wir dann mal so weit sind. Ja, ja.
Gott. Sehr schön, immer das Edelwild erschießen hier. So. Wir haben ja eine gute Steinwaffe, die können wir ja noch nutzen. Hat nicht funktioniert. So. Okay. Aber hier scheinen nur Leuchtsteine rauszukommen. Okay, das war jetzt nicht so ergiebig. Wie erhofft. Okay, gut. Wo war jetzt denn diese Hauptmine? Die war da vorne irgendwo, ne? Und jetzt habe ich ja mir im letzten Part was zusammengemixt, was mich vor der Hitze schützen soll. Mal gucken, ob das dann ordentlich funktioniert sollte, aber... Oh! Kleines Krog-Rätsel. Na. Geht doch. Sehr schön. Wunderbar. Jawollo. Okay, klettern wir mal gerade hier hoch. Das sieht auch nach guten Felsen aus. Jawollo. Sehr gute Felsen sogar. Okay, ich will hier weiter rüber. Da hat es was von oben runtergefallen. Okay, lass uns mal ganz schnell da hochgehen. Wenn es gerade schon da runterkommt, dann können wir auch mal ganz schnell da hochgehen. Solange der Fels noch frisch ist. Wo ist denn der jetzt gelandet? Oh, das... Okay, das war ein bisschen... Das war ein bisschen weit. Da ist er gelandet. Ab nach oben, bitteschön. Hui. Archipel von Eldin. Das hat sogar einen extra Namen bekommen. Okay. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Geht doch. Aua. Nein, nicht mit dem, nicht mit dem, nicht mit dem, nicht mit dem, nicht mit dem. Idiot. So, was haben wir denn hier Hübsches hier oben? Eine Truhe wahrscheinlich, ne? Jo, ich hab's gehofft. Ich hab's so gehofft, ne? Ich wollte die Hoffnung nicht verschreien. Ich hab's so gehofft, dass da ein so Ding drin ist. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Wir brauchen nur noch eins. Imagine. Wir brauchen... What? Schon wieder Blutmond? Wow. Also, als ich den Part vor 5 Tagen angefangen... vor 5 Tagen. Vor 5 Parts angefangen, hatten wir doch auch schon Blutmond. Es sind schon wieder so viele Tage hier vergangen im Spiel. Okay. Wenn des Blutmonds Licht... Halt die Klappe. Jetzt ist das Viech erstmal wieder da. Muss ich bedenken.
oder? Ne, den scheinst du jetzt nicht direkt wieder gespawnt zu haben. Der zählt wohl noch als kaputt. Okay. Wobei, es betrifft ja eher die Viecher von Ganon und nicht diese Teile. Eigentlich wäre es logisch, wenn die jetzt nicht respawnen. So. Diese Konstrukte. Das wäre eigentlich voll logisch, wenn das bei denen nicht der Fall ist. Okay. So, kann ich noch irgendwas hier tun? Ich denke aber, so ein Wille des Weisen zu finden, ist das höchste aller Gefühle, was man hier erwarten kann auf so einem Teil. Na, da ist jetzt auch nichts weiter hinten. Oben. Okay. Aber sehr cool. Wir haben einen weiteren Willen des Weisen. Das finde ich super. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, was ist denn da? Ah, nee, da waren wir. Ich muss hier wieder runter. Okay, was ist das? Was ist das für ein leuchtendes Objekt? Das sieht so dominant aus. Und so unpassend in der Gegend. Was ist das? Oh. Es ist einfach nur aus Metall ein Monster. Ding. Ja, nee, muss nicht sein. Okay, alles klar. Muss wirklich nicht sein. Gut, dann gehen wir wieder hier runter. Und ich glaube, hier war dann auch der Höhleneingang, richtig? Genau. Ja, optimal. Dann können wir ja zur Südmühle reingehen. Jetzt ist der auch wieder da. Aber der war jetzt auch nicht gerade beim Eingang. Wo war denn der Eingang? Lasst mich mal ganz kurz gerade neu synthetisieren, wenn hier eh schon so ein schöner Felsen rumfliegt. So. Dass wir da immer was übrig haben. Sehr, sehr gut. Da war der Eingang. Okay. Ja, let's go. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir können noch mal, wir können die Höhle noch anfangen. Wir können die Höhle noch anfangen, würde ich sagen. Ich. Und solange es noch nicht warm wird, mache ich noch nichts hier an. Na, damit warten wir noch. Solange ich noch nicht in die Hitze reinkomme. Werde ich mich noch schön bedeckt halten. Weil sonst verschwende ich ja nur meine Zeit. Und das will ich nicht. Okay, hier scheinbar nichts. Ah, okay. So viel dazu.
Wir haben direkt den Kollegen gefunden. Let's go. Nice. Sehr schön. Das ist natürlich cool, direkt den Kollegen zu finden. Na, da kann man nichts sagen. Einfach einzelne Rubinen, okay. Warum nicht? Okay. Ich weiß, ich könnte mit dem Wagen fahren, aber... dann fährt er eh nur hier runter. So. Er schließt sich mir jetzt nicht. Ich kann, wenn ich es auch ablaufen kann. Und so habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich umzugucken. Krass, dass es noch nicht warm wird. Aber das fährt auch nur hier außen rum, ne? Das macht überhaupt keinen... keinen großen... ja, Sinn. Das ist auch alles nur Deko hier scheinbar. Kann jedenfalls nichts machen. Okay. Ach. Und von da oben kam ich. Ja, von hier kam ich. Okay, weird. Ist es nur für das Viech dahin? Also, ne, ich würde jetzt da oben entlang fahren. So, la 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 la. Düs, düs, düs. Dann bin ich da um die Kurve. Und dann kann ich da raus. So, da waren wir drin. Da waren wir drin. Und dann geht es hier einfach einmal rum. Okay, das ist jetzt auch kein spezieller Ort, um rauszusteigen. Ich hab's nur gedacht, ich probiere es mal, wenn da schon extra so ein Vorsprung ist. Aber das war nur Deko. Ja gut. Wenn hier sonst nichts weiter ist. Und wir hier nichts weiter machen können. Oh, sieht nicht so aus, als ob hier irgendwie irgendwas Krasses am Start wäre. Dann gehen wir halt wieder. Dann war diese Höhle tatsächlich nur für das Viech da hinten scheinbar. Oder ich habe halt was übersehen. Aber das ist dann so. Also sollte ich was übersehen haben, könnte es mir auch sagen. Das ist ja nicht das Problem. Weiter vorne war noch eine richtige Höhle. Das war auch die, wo es heiß geworden ist. Ich dachte, hier drin wird es auch heiß, aber ist jetzt gar nicht der Fall gewesen. Interessanterweise. Gut, dann gehen wir nochmal weiter vor. Look.
zu der anderen Höhle. Ach ja. Ich glaube, ich bin jetzt nicht auf den besten Weg gegangen. Ja, das war definitiv nicht der beste Weg, den ich wählen konnte. Aber kann man jetzt auch mal gerade hochgehen. Och nee, da ist so einer. Ja komm, dann lassen wir uns wieder ablenken. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wirklich? Ja. Weißt du, da kann ich abhelfen. Kannst du gut rollen? Hui! Ja, easy. Roll, kleiner Croc, roll. Ja, rollt sogar immer noch. Er rollt immer noch, finde ich gut. Das funktioniert ja super. Er rollt immer noch. Sehr schön. Ah, so gefällt mir das. Ja, endlich wieder zusammen. So einfach ist es. Oh Mann. Okay. Gut, ja, oben war trotzdem der Eingang, zu dem ich wollte. Also wieder hoch. Also wieder hoch. Es hilft ja nichts. Haben wir dich schon? So ein Reh? Nein. Bist du überhaupt ein Reh? Nein, du bist natürlich eine Berghirschkuh. Alles klar. Wie konnte ich das nur verwechseln? Oh, dich habe ich noch gar nicht fotografiert. Ja, komm, let's go. Na gut. So, wir gehen in die Höhle. Ist das jetzt die richtige Höhle? Maruku-Tunnel. Keine Ahnung. Klingt vernünftig. Let's go. Oh mein Gott. Okay. Oh, es war nur einmal ein roter Schleim. So, ab wann wird's heiß? Jetzt wird's heiß. Dann einmal die Brandmedizin. Ist das alles 59, ne? Okay. Okay, da muss ich jetzt wieder, ein bisschen öfter dagegen schlagen. Ah, kein Fan von dem Zeug. Ja, weil da halt diese Dinger so schnell kaputt gehen dann. Das ist ärgerlich. Huh?
Okay, wir sind durch. So, dann können wir gleich mal den Kollegen mit dem Kollegen verknüpfen. Dass wir wieder mehr haben zum kaputt machen. So. Da drüben habe ich schon mal eine Truhe gesehen. Ach nee. Es hilft ja nichts. Okay, erstmal die Ausdauer wieder aufladen. Und direkt weiter im Programm. Das ist halt das Nervige. Man weiß immer nicht, in welche Richtung jetzt was offen ist und in welche Richtung es weitergeht und oh. Ja, da ist der nächste gleich kaputt. Jetzt ist die Frage, ist in der anderen Richtung noch irgendwo ein Loch oder ist das hier alles zu? Okay, da scheint nichts mehr zu sein. Gut. Oh. Ist das? Nee, ist Wasser, okay. Das ist eine Heilquelle. Oha, was ist hier los? Masaki, unglaublich. Es besteht überhaupt kein Zweifel, das hier ist die Felsschmelzquelle. Ich hatte gehört, dass der Zugang eingestürzt ist und niemand mehr hineingelangt. Ah. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du hier alles freigeräumt? Ich habe ein lautes Geräusch gehört und bin neugierig geworden. Dank dir ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Tut mir leid, dass ich die ganze Halle Arbeit aber überlassen habe. Doch es gibt etwas, das ich hier unbedingt tun wollte. Wenn du mich einen Moment entschuldigen würdest. Ah. Die Temperatur ist perfekt und... Ah, köstlich. Ah. So hatte ich mir das perfekte Thermalquellenei vorgestellt. Hatte ich vergessen, das zu erwähnen. Ein Ei in eine Thermalquelle kochen. Okay. 100 Rubine. Nice. Ja, die nehme ich sehr gerne mit. Okay. Ja, teil die Eier mit mir. Ich fotografiere die erstmal. Ah, okay. Kann ich eh nicht. Das ist einfach aber nur normal gekochtes Ei. Ne? Also man kann hier halt Sachen reinlegen und dann werden die auch gekocht. Klappt das mit Äpfeln auch? Wait, was... Was brennt denn da gerade bei mir? Hallo? Hä, hey, aber ich habe nichts ausgerüstet, was gerade bei mir brennt. Guck mal, irgendwas raucht bei mir, aber was? Ja, aber das habe ich nicht ausgerüstet. Da habe ich auch nicht das brennende Ding ausgerüstet. Dann dürfte doch gar nichts rauchen bei mir. Sieht komisch aus, aber okay. So, ich wollte gucken, ob man da auch zum Beispiel Äpfel einfach... Ja, komm, können wir mit der Wildbeere auch probieren. Ja.
Nee, Wildbeere bleibt Wildbeere. Und Äpfel. Nee, also ich kann da scheinbar nur Eier dann grillen oder also kochen. Gut, wie auch immer. Okay, dann haben wir das gefunden. Das ist ja nett. Das war dann für eine Nebenquest. Nicht schlecht. Bedeutet aber auch, es geht hauptsächlich hier weiter. Und dann muss ich halt ein bisschen klettern. Und das ist jetzt auch nicht das Problem. Antiker Dolch, Synthese, Angriffsstärke 50. Diese kurze Klinge aus vergangenen Zeiten kann Gegner in Luft auflösen. Für den Einsatz als Stichwaffe ist sie zu klein, daher wird sie meist als Pfeilspitze verwendet. Bruder, was? Ist das wie ein antiker Pfeil? Holy shit. Das klingt wie ein antiker Pfeil. Muss ich gestehen. So, aber das scheint jetzt hier gewesen zu sein, oder? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Dann war das auch noch nicht die Haupthöhle, in die es uns geht. Okay. Dann war das auch nur eine kleine... Moment, aber wenn das eine kleine Nebenhöhle ist, dann hat die ja auch... Ja, dann hat dieser Marugo-Tunnel. Dann muss der ja auch so ein Viech beherbergen irgendwo. Scheiße. Oh nee. Ob ich den jetzt wieder übersehen? Geht's doch irgendwo vielleicht in eine andere Richtung noch weg? Oder gibt es hier irgendwo einen... Warte, da hinten geht's weiter. Oh, das habe ich nicht gesehen. Hier hinten geht's weiter. Never mind. Ja, hier ist er. Nee, kein Feuerpfeil. Ach so, ah, das werden automatisch Feuerpfeile. Ergibt Sinn. Okay. Der sieht speziell aus. Den machen wir noch gerade kaputt. Yes. Okay, die anderen sind jetzt nicht so spannend. Okay. Ja, aber jetzt habe ich dann meine Brandschutzmedizin für eine Nebenhöhle aufgebraucht. Das ist jetzt nicht ganz, was ich wollte. Aber ist okay. Weil jetzt, glaube ich, haben wir wirklich alles gesehen von der Höhle. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen von der Höhle. Ich hoffe es mal. Ja. Dann gehen wir wieder raus. Das war immer noch nicht die Storyhöhle. Schade. Ich war in der Storyhöhle schon drin. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die war. Die war weiter unten, ne? Achso, ich bin ja hier hochgelaufen. Ja, nee, das war... Ja. Das war dieser Marugo-Tunnel jetzt. Nee, die Storyhöhle war dann... Die war weiter drüben. Da bin ich so einen Vulkan hochgeklettert. So, also so nicht Vulkan, aber so ein... so ein Ding bin ich hochgeklettert. Und dann konnte ich da reinlaufen. Ich weiß es ja noch. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war. Ah, das ist ja das Cock-Ding. Ich wollte... Ach, ich trottel. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Wir sind zu bald abgebogen. So ein Ding ist das.
Da sind ein paar Leuchtsteine, aber kein Höhleneingang, oder? Ach, Exalfas, geht mir nicht auf. Nein! Ich bin überhaupt nicht da, lass mich in Ruhe. Kommt der jetzt? Nee, okay. Ja, hier war das. Hier bin ich irgendwo hochgeklettert und dann war da so ein Höhleneingang. Huch. Wo bin ich denn da hochgeklettert, verdammt? Ich bin den Schienen gefolgt. Doch, 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 doch. Ich bin den Schienen gefolgt. Jetzt ist der Brandschutz gleich weg, der erste. Okay, da ist zwar jetzt nichts, wo ich hochgeklettert bin, aber hier war das. Hier sind wir rein. Restaurant Westschacht, ja, ja, ja. Okay, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.